Ja, hallo und willkommen zu meinem Vortrag zum Thema freie Basissoftware für Unternehmen ohne Cloud. Das ohne Cloud bezieht sich auf die Software und nicht die Unternehmen. Also man kann natürlich als Unternehmen Software verwenden, die keine Cloud braucht, aber ein Produkt anbieten, das auch in der Cloud vorhanden ist. Also was verwende ich für Software im Unternehmen? Ich habe kurz ein paar Zeilen über mich. Wieso glaube ich, dass ich zu dem Thema was erzählen kann? Mein Name ist Thomas Aglassinger, ich bin Softwareentwickler und habe dieses Thema ja, seit der Kindheit begonnen, also am Heimcomputer über ein Studium, 20 Jahre als Angestellter und jetzt seit einem guten Jahr selbstständig, aber halt immer irgendwie Softwareentwicklung. Erfahrung in diversen Branchen und Unternehmen gewonnen, also vor allem wenn es um Gesundheit gegangen ist, um Bank, E-Commerce, Handel und auch Individualentwicklung. Und Softwareentwicklung meine ich da jetzt breit, also nicht nur das Programmieren, sondern alles, was dazugehört. Da bin ich grundsätzlich einsetzbar, wenn es jetzt einmal darum geht, ein bisschen ein Projektmanagement zu machen, Anforderungsanalyse, Architektur, dann ja auch Betriebsthemen bis zu einem gewissen Grad, kann ich das auch mit abbilden. Aber wirklich Spaß macht mir das Programmieren, wenn es um einen Code geht. Das ist mir dann auch immer ein Anliegen, dass der eine hohe Qualität hat und gut wartbar ist. Und das ist mein Background. Also ein Softwareentwickler, der zum Unternehmer geworden ist und der im Zuge dessen dann auch festgestellt hat, wenn man sich so mit Leuten unterhält in diesem Unternehmerumfeld, die auch gerade zum Gründen angefangen haben, dass da sehr viele quasi ohne große Überlegungen auf Cloud-Produkte setzen, wenn sie anfangen. Weil das einfach da ist, weil das ist, was alle machen und weil man sich nicht wirklich Gedanken darüber gemacht hat, ob es Alternativen gibt. Und ich war immer schon, oder immer, sage ich mal, seit den 90er Jahren so irgendwie Open-Source-mäßig aktiv. Jetzt würde ich nicht sagen, ich möchte bis zur Selbstverstümmelung Open-Source machen und ich muss alles Open-Source machen. Aber wenn es geht und wenn es einen Sinn macht und wenn die Qualität passt, dann strebe ich das schon an und tue hin und wieder einen kleinen Patch oder die eine oder anderen Bug-Request dazu beitragen. Und da habe ich mir gedacht, naja, das möchte ich jetzt schon wissen, wie das mit Open Source ist jetzt für die Dinge, die ich selber brauche. Und jetzt möchte ich dazu erzählen, wozu überhaupt die freie Software, ja, bringt mir das was oder ist das eh mehr gescheit wie sonst was? Technische Rahmenbedingungen, die ich für mich hergestellt habe, dass ich da ein bisschen fokussiert bin, ein paar Beispiele für Dinge, die ich mir angeschaut habe und auch zum Thema Kosten ein paar Worte, wo man da hingeht. Wobei ein Disclaimer, das ist jetzt alles sehr subjektiv. Also die Produkte habe ich jetzt halt für mich einmal gefunden auf Basis diverser Kriterien, wo ich jetzt in den nächsten Minuten nicht wirklich eingehen können werde. Aber es gibt zu allem, was ich zeige, gibt es Alternativen. Und wer die Webseite kennt, alternative2.net, da kann man einfach auch einen kommerziellen Produktnamen eingeben und dann einen Filter einstellen, zeigt mir alles, was Open Source ist und hat einmal einen ganz guten Einstiegspunkt für das Ganze. Wenn ich jetzt Produktnamen erwähne, dann soll das nicht als Empfehlung zu bewerten sein. Ich habe einfach ein paar Produktnamen drin zum Vergleich, damit man sich was vorstellen kann, in welche Richtung das geht, wenn man es mit Cloud-Produkten vergleicht. Und natürlich ein paar konkrete Beispiele, die ich mir halt wirklich jetzt angeschaut habe. Und es sind auch Dinge dabei, wo ich nicht zum Erfolg gekommen bin. Das gebe ich halt jetzt auch weiter. Das kann deswegen sein, weil das Produkt schlecht ist oder weil ich zu dumm bin. Also ich bin kein Admin, ich bin kein DevOps-Engineer, du kriegst halt ein bisschen was mit in die Richtung als Softwareentwickler, aber das ist nicht mein Spezialthema. Und für mich treibend waren dann auch zwei Eigenschaften, die ich gefeedbackt bekommen habe, mehrmals im Laufe meines Lebens, dass ich ungeduldig bin. Das heißt, wenn das Zeug nicht funktioniert innerhalb von einem Wochenende, dann interessiert es mich nicht mehr, weil ich will nicht eine Woche in der Dokumentation verbringen, da habe ich einfach andere Anforderungen an Design und an die Benutzbarkeit. Und ich habe auch eine geringe Leidensfähigkeit. Also wenn das dann irgendwas ist, was ständig kracht und zischt und pfeift und wo ich die ganze Zeit zu wirren Prozessen und Mausklick-Orgien gezwungen werde, dann interessiert es mich auch nicht mehr. Und ja, da gibt es vielleicht tolle Produkte, die halt, wo ich einfach zu verschnöselt bin, dass ich die verwende. Also das kann bei euch dann anders sein. Ja, wozu überhaupt Basissoftware für Unternehmen? Ja, als Unternehmen muss ich bestimmte Geschäftsprozesse abwickeln können, damit ich zum Beispiel Geld reinkriege oder Leuten sage, was zu tun ist und das irgendwo auch klar geschrieben steht, sodass jeder hinkommt.
Man möchte sich im Unternehmen auch austauschen. Das kann sein mit Mitarbeitern, aber so wie in meinem Fall halt hauptsächlich mit Externen, mit Freelancern, mit Werksvertragsnehmern. Und teilweise gibt es auch gesetzliche Anforderungen, die muss ich erfüllen. Also bestimmte Dokumente muss ich vorlegen können dem Finanzamt, sonst sagen sie, du bist kein Unternehmen und jetzt zahlst du Strafe. Und zum Glück gibt es da viele Leute, die Software dafür machen. Und vieles davon ist in der Cloud. Und das ist einmal grundsätzlich von vielen positiv bewertet, weil man sagt, ja, da gibt es einen großen Markt, da gibt es viele kommerzielle Anbieter. Also auch wenn jetzt einer wegbricht, ist sicher noch was anderes da. Ich brauche keine eigene Infrastruktur, ich muss mir kein IT-Personal hereinholen. Wenn du Softwareentwickler bist, ist es ein bisschen leichter, weil du das bis zu einem gewissen Grad schon hast. Aber wenn ich eine Tischlerei bin, ist das komplett artfremd, zum Beispiel da jetzt einen IT-ler reinzuholen, der mir das am Leben erhält. In der Praxis habe ich dann oft auch günstige Lizenzen für kleine Teams, wobei man da schnell merkt, dass etliche Hersteller dann so einen Drogendealer-Ansatz fahren und sagen, ja, das erste kriegst du gratis und dann schießt du auf, sobald du süchtig bist. Und da hast du halt auch ein paar andere Nachteile, die man sich bewusst sein muss. Die Unternehmensdaten geistern halt dann irgendwo in der Welt herum. Natürlich steht immer drinnen Datenschutz und bla und Sülz, ja. Was dann wirklich passiert, kann man oft auch in der Presse lesen. Also da muss man halt selbst entscheiden, wie vertrauensvoll das man ist oder für wie sicher, dass man die Infrastruktur des Herstellers hält. Zum Trainieren der künstlichen Intelligenz wird es gern verwendet. Da muss ich dann teilweise auch aufpassen, ob das sein darf oder ob sie es halt hinterrücks tun. Beziehungsweise ob ich irgendetwas mache, das eh so banal ist, dass wenn ich das einmal einer KI beibringe mit den Daten, die ich liefere als Unternehmen ohnehin, dann jemand daraus ein neues Geschäftsfeld macht. Also dieses Risiko gibt es auch für etliche. Und wenn das Abo einmal weg ist bei so einer Cloud-Lösung, dann sind auch die Daten weg. Also dann komme ich einfach nicht mehr hin auf das Ganze. Und kann nicht sagen, ja, da liegt halt nur ein Server, der ist jetzt schon ein bisschen am Krachen, aber zumindest lokal liegt es in einer Datenbank und ich kann es mir irgendwie rausholen oder ich habe mein eigenes Backup. Und ja, die Lizenzkosten können natürlich schnell steigen mit Unternehmen, mit Unternehmensgröße. Also da ist meine Empfehlung, sich das auch durchzurechnen. Man liest da sehr gerne, naja, 10 Euro einmal im Monat pro User. Ja, das ist mit 3 User jetzt nicht so schlimm, hast halt ein paar hundert Euro im Jahr. Aber wenn du das mit 20 Personen durchrechnest, bist du bei 2.400 Euro im Jahr. Und das ist halt dann schon ein Geld. Und das ist dann aber meistens nur ein Cloud-Produkt. Und wenn du jetzt 5 oder was von denen hast, dann bist du halt sofort im 5, teilweise im 6-stelligen Bereich mit den Cloud-Lösungen rein für Software-Lizenzen. Also das muss man sich natürlich auch verinnerlichen. Ja, technische Rahmenbedingungen. Also meine technischen Rahmenbedingungen. So, jetzt getrimmt auf Einzel- und Kleinunternehmen. Also ich habe für mich gesagt, ich nehme nur das aktuelle Ubuntu LTS. Warum? Weil es gibt Leute, die sagen, nein, das ist nicht so super und das ging mit viel weniger Ressourcen und den komischen Systemd und das Snap und was weiß ich, habe ich alles nicht drin und diese Satanistenwerkzeuge und das ist natürlich richtig. Nur die gehen mir nicht wirklich im Weg um, wenn das jetzt ein Server ist, der da den ganzen Tag vor sich hinrödelt. Also da ärgere ich mich vielleicht 2 oder 3 Mal, wobei bei Systemd habe ich die Argumentation nie verstanden. Also das ist sowas, da bin ich zu dumm. Bei Snap, ja. Aber stört dich auch nicht, wenn du mit apt-get die Pakete installierst. Und der LTS hat natürlich den Vorteil, dass du auf etliche Jahre einen Support hast. Und ich habe es auch immer so gemacht, wenn wirklich ein Upgrade notwendig ist, dann warte ich mal ein halbes Jahr und tue gar nichts. Also wenn das Neue rauskommt, ein halbes Jahr warten und dann erst installieren, weil dann sind ja die Kinderkrankheiten weg. Und dann rennt es aber sehr geschmeidig und upgradet auch deine Datenbanken mit und so weiter. Also das war zumindest meine bisherige Positiverfahrung, dass ich keinen Grund davon wegzugehen. Dafür nehme ich es auch in Kauf, dass der halt ein paar Gigabyte mehr und ein paar CPU-Zyklen mehr braucht. Kann dann einmal anders sein, wenn ich sage, ich bin so erfolgreich, dass ich tausende Rechner habe, dann wird das natürlich ein Betriebskostenthema. Aber in der Anfangsphase, wo du im Prinzip alles auf einen Rechner bringst, ist das jetzt noch nicht wirklich so ein Kriterium. Und es hat große Vorteile. Es gibt viele Setup-Guides für die verschiedensten Services, die wirklich jetzt für Ubuntu das beschreiben. Viele fertige Beispielkonfigurationen. Und wenn einmal was nicht funktioniert, findest relativ leicht eine Antwort in einem Forum, wo die Leute drüber reden. Und das sind halt für jemanden, der das nicht als sein Hauptgeschäft macht, schon große Vorteile. Wie gesagt, für andere nicht, aber bei mir war es so und ich rede halt jetzt über meine Erfahrung.
Installationsvarianten, da habe ich mich auch beschränkt. Also da habe ich gesagt, es gibt zwei Dinge, die ich akzeptiere aus meiner Leidensfähigkeit heraus. Das eine ist, es gibt ein fertiges Paket für Ubuntu. Das muss nicht ein Standardpaket sein. Manche Hersteller bieten Pakete an, die einfach woanders liegen. Und da muss man halt dann einmal den Server einbinden. Und dann geht das. Und das zweite ist, ja, es gibt einen fertigen Docker-Container, wo ich dann mit ein bisschen Konfiguration, Docker Compose, Detach und so weiter, das halt in die Welt setze und dann rennt das auch. Und ein bisschen verschlüsseln mit Let's Encrypt und Certbot bringt man auch relativ schnell zusammen, wenn man dann einen Reverse-Proxy davor schaltet. So, das war das, was ich mir relativ schnell aneignen habe können, was ganz gut funktioniert und bei vielen Lösungen anwendbar ist. Und alles andere vermeide ich. Also kompilieren oder so, das geht nicht. Das ja, ist ressourcenmäßig nicht darstellbar. Ja, schauen wir uns ein paar Dinge an. Es gibt das Thema Messaging, wo ich einfach ein bisschen chatten möchte mit den Kollegen, mit allen anderen im Unternehmen oder auch einmal unternehmensfremde Personen in einen Kanal mit reinnehmen möchte, damit sie beim Projekt eben mitsprechen können. Und da ist eine Lösung MetaMost. Das ist auch quasi zu sehen als Alternative zu Lösungen wie Slack oder Discord. Kann im Grunde das meiste oder fast alles, was du brauchst, hat sogar ein Slack-kompatibles API. Soweit ich verstanden habe, kannst du aber nicht Slack-Plugins fertig, also wenn eine Applikation ein Slack-Plugin hat, heißt das nicht, dass du die mit MetaMost automatisch hinverbinden kannst. Du kannst nur mit dem gleichen API eine schreiben. Ja, hat mich ein bisschen überrascht, aber gut, da war jetzt eh nicht so viel und das sind relativ kleine Dinge. Es gibt eine Enterprise-Variante, die bietet dann vor allem eine detailliertere Rechteverwaltung, aber grundsätzlich kannst du die Leute pro Kanal berechtigen, ob sie rein dürfen oder nicht. Und das hat für mich gereicht. Technisch gibt es im Hintergrund Go und PostgreSQL, also das Render, sehr effizient. Und mit dem bin ich bisher sehr zufrieden. Videokonferenzen, ja, würde theoretisch gehen in MetaMost. Ich habe es nicht zum Laufen gebracht, aber ich habe auch nicht viel Zeit investiert. Und eben ein Grund war, naja, es gibt Jitsi. Jitsi ist dann so eine Variante oder eine Alternative zu Zoom oder FaceTime am Mac oder Teams. Zumindest die Videokonferenzkomponente von Teams. Lässt sich recht kommod installieren über Ubuntu-Pakete. Aber das ist eine wilde Sammlung. Also ich habe es mir vor circa einem Jahr angeschaut. Vielleicht ist es inzwischen besser geworden. Aber ich habe das nicht durchschaut mit meinen Kenntnissen. Also da gibt es etliche verschiedene Services, die du alle irgendwie konfigurieren musst und zum Leben erwecken musst. Und ich habe mir das dann nicht wirklich andauern, bis jetzt da das so genau zu betrachten, dass ich das wirklich zum Funktionieren bringe. Unter anderem auch deshalb, weil du das Jitsi in der Cloud gratis verwenden kannst bei denen. Wobei sie inzwischen gesagt haben, zumindest eine Sitzung starten, dafür muss ich mich anmelden. Aber wenn ich einen Kunden habe, brauche ich denen nur den Link schicken. Und der kann sie ja ohne irgendeine große Anmeldung, Accountanlage oder installieren, dazuhängen. Das ist durchaus attraktiv, weil einfach die Einstiegsschwelle sehr gering ist. Es gibt auch Integrationen, also wer die JetBrains-Tools verwendet, die haben ja auch so Teamfunktionen, die haben im Hintergrund dann Jitsi und machen das aber transparent, also da brauchst du nicht was großartig installieren. Was ärgerlich ist an dem Ding ist, dass es sehr ressourcenintensiv ist. Also wenn du eine Videokonferenz über Jitsi machst und auf deine CPU-Anzeige schaust, ist das ganz was anderes, wie wenn du das mit den anderen Lösungen machst. Also da gibt es etliche Leute, wo der Lüfter dann anspringt, obwohl der Rechner jetzt nicht so uralt wäre. Das finde ich immer wieder ein bisschen irritierend. Ja, aber grundsätzlich kann man es verwenden. Bürosoftware, LibreOffice, kennen wahrscheinlich eh die meisten. Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, hat halt leider eine sehr lange Geschichte. Ist aus den 80er Jahren als StarOffice entstanden, dann OpenOffice waren und dann zu LibreOffice. Und das merkst halt, also es schleppt ziemlich viel Ballast mit, du kannst es lokal installieren, das ist gut. Es kann sehr viel lesen, aber es sind immer wieder Inkonsistenzen und vor allem, wenn du zwischen Systemen hin und her springst, wie installiere ich eine zusätzliche Sprache auf Ubuntu, wie mache ich das gleiche am Mac? Also das ja, ist immer wieder Kopfweh gewesen und ich habe dann einmal aufgehört, es zu verwenden. Ich habe es sehr lang verwendet, aber bin jetzt mal weggegangen. Nichtsdestotrotz geben tut es und ich habe es dann nach wie vor installiert, weil es einfach irrsinnig viele Formate lesen kann. Momentan nehme ich das Apple Works. Leidensfähigkeit. Ne? Also das, ja, bin nicht glücklich. Du kannst es wahrscheinlich auch nicht leisten auf Dauer, weil wenn du mal Mitarbeiter einstellst und dann jeder soll einen Mac haben, dann wird es wahrscheinlich auch nicht gehen. Und es kann nicht jedes Format vom Microsoft Office gelesen werden, also du kannst dann nicht so leicht austauschen. LibreOffice schon, aber da musst du halt schauen, wo du hinkommst. Aber jetzt habe ich für mich gesagt, momentan bin ich mal auf AppleWorks
Ich bin ja da nicht auf Ubuntu am Client, weil möchte jetzt nicht großartig argumentieren. Ich würde mich freuen, wenn das Linux einmal so weit kommt, dass auch mit meinen Anforderungen dann bedienbar ist. Wenn ich das Ganze zusammen haben möchte, um eben zusammenzuarbeiten und in einem Team Daten auszutauschen, hätte jetzt drei Lösungen quasi installieren müssen bis jetzt. Und da gibt es schon etwas. Es gibt auch solche Kollaborationsplattformen, wie das dann oft genannt wird. Und eine davon ist Nextcloud. Die kann man dann so ein bisschen vergleichen mit Office 365, Dropbox, SharePoint. Die gehen so in die Richtung. Also ich kann meine Dateien irgendwo hinhauen, die anderen können darauf zugreifen. Ich kann sich freigeben oder auch nicht. Und wenn man sie doppelklickt, dann springt halt irgendeine Applikation auf, in der ich sie bearbeiten kann. Und für das gibt es auch mobile Clients. Also ich muss da nicht am Desktop sein, sondern kann das auch geschwind einmal ein Dokument am Handy anschauen, wenn ich unterwegs bin. Meine Erfahrung war, dass es sehr viele Optionen hat, vor allem wenn du es als Docker installierst. Also die haben da viele Varianten vorgesehen und du verbringst einmal sehr viel Zeit mit Lesen und dich versuchen zu entscheiden, welche Variante du haben möchtest. Und irgendwann habe ich es dann zum Laufen gebracht, habe aber dann festgestellt, dass ich mir schwer tue mit dem HTTPS, weil der Docker hat zwei Schienen. Das eine ist die Applikation und das andere ist ein Update-Service. Und das eine habe ich geschafft, dass ich mit HTTPS mache, das andere nicht. Und dann hat das nicht wirklich funktioniert für mich. Also ich habe eine funktionierende Installation gehabt, aber habe es nicht mehr geschafft zum Upgraden vernünftig. Und ja, dann habe ich mir gedacht, na, solange ich Einzelunternehmer bin, brauche ich das jetzt einmal nicht so. Verwendet im Hintergrund PHP, diverse Datenbanken, also wenn schon eine rennt, ich glaube Postgres, MySQL werden unterstützt und meistens ist eine von denen eh schon drauf. Da kann man die Infrastruktur mitnutzen, wenn man nicht über Docker fährt. Und jetzt haben sie anscheinend angefangen, zunehmend in Go das Ganze zu entwickeln. Also man merkt schon, dass es ein bisschen so dahin rumpelt, eher gemütlich, wenn man mal drauf klickt. Da wird es vielleicht ein bisschen schneller dann. Ja. CRM und ERP, zwei furchterregende Abkürzungen. CRM steht für Customer Relationship Management, Kundenbeziehungsmanagement und ERP für Enterprise Resource Planning. Kundenbeziehungsmanagement kann man sich noch ein bisschen was vorstellen. Enterprise Resource Planning ist im Prinzip das, was ich als Unternehmen mache, das will ich ja irgendwie wo stehen haben. Wo bin ich denn gerade aufgestellt? Was habe ich an Kapazitäten? Wer macht was? Welches Material brauche ich? Welche Projekte bin ich gerade dran? Ein bisschen vorausplanen, damit ich keine Liege- und Stehzeiten habe. Und so eine Software versucht dich dabei zu unterstützen, dass du diese ganzen Prozesse dort abbilden kannst. Gängig sind da so Dinge wie SAP, Salesforce, HubSpot, die werden für CRM, ERP verwendet. Und im Open-Source-Bereich gibt es einen Platzhirschen, der heißt Odoo, den gibt es schon ziemlich lang. Und der hat einen sehr schönen modularen Aufbau, wo man sagen kann, ja, okay, ich könnte das alles installieren, aber ich hole mir jetzt einmal das rein, was ich wirklich brauche. Und diese Module sind in unterschiedlichen Varianten verfügbar. Manche sind Open Source, manche sind Enterprise über ein Abo. Es gibt dann auch externe Anbieter, so, die so App Store-mäßig zusätzliche Module anbieten. Und man kann es auch selbst erweitern, wenn man sich dazu bemüßigt fühlt. Also man kann Datenmodelle erweitern oder Dialoge hinzufügen. Aber dann musst du halt wirklich einarbeiten. Also das ist dann Entwicklungsarbeit. Man kann es als Ubuntu-Paket installieren. Die Konfiguration habe ich relativ komplex gefunden, bis zu einem gewissen Grad verständlich, weil das Ding auch viel kann. Muss man sie halt berücksichtigen. Im Hintergrund rennt Python und PostgreSQL und ja, wie gesagt, glaube ich, Version 17 ist jetzt aktuell oder so, also gibt es seit Jahrzehnten, glaube ich, inzwischen. Ja. Ein Thema dabei ist die Einarbeitung. Also dieser Einarbeitungsaufwand in einem Modul, der kann durchaus erheblich sein. Es gibt viele gute Videos, vor allem auf YouTube, auch von Odoo selbst. Nur das Fachwissen muss ich selbst mitbringen und ich muss, also wenn ich jetzt sage, ich mache HR oder ich mache Kundenbeziehungsmanagement, HR stimmt eh nicht mehr, Workforce, dann muss ich wissen, was ich tue. Also die Applikation ist jetzt nicht da und macht alles für mich. Ich muss wissen, wo ich hinklicke und dieses Spezialwissen brauche ich halt, um das effizient bedienen zu können. Kann man jetzt nicht der Software vorwerfen, muss einem nur bewusst sein. Also ich kann nicht automatisch alles, nur weil ich Odoo installiert habe. Es gibt aber regional viele Anbieter, die dich dabei unterstützen. Die wollen natürlich dann ein paar Euro haben für ihre Arbeitszeit. Und in der Steiermark, gerade in der Steiermark, gibt es etliche und auch eine Roadshow, wo die Odoo-Leute immer wieder mal vorbeikommen, wenn es eine neue Version gibt, wo man sich mit denen auch vernetzen kann.
Also man kann da sukzessive einsteigen, mit ein paar einfachen Module anfangen und dann halt zunehmend dazunehmen, wo es einen Sinn macht. Ein bisschen schwierig dabei ist, ja, Benutzbarkeit so aus der Jahrtausendwende. Also auch da haben sie sich ein bisschen von SAP inspirieren lassen anscheinend. Große Versionsupdates können zum Abenteuer werden, vor allem wenn man externe oder eigene Erweiterungen gemacht hat, also Datenmodelle erweitert hat. Und das sind dann wirklich oft, redet einmal mit ein paar Leuten, größere Unternehmen, die Odoo-Upgrades gemacht haben, das sind eigene Projekte. Und eine Geschichte, die viele auf die Nerven geht, wenn man das Ding das erste Mal anwirft, gibt es eine Tutorial-Bubble, die halt ein bisschen hinsagt, was man machen kann. Und das Ding wirst nicht leicht los. Also da gibt es echt Leute, die machen YouTube-Videos, wie du das Ding wieder los wirst. Ich weiß nicht warum, das ist seit immer so. Aber gut, ja. Muss man zur Kenntnis nehmen. Ja, und diese Module halt, ja, was ist frei, was ist nicht frei? CRM und Verkauf kann ich machen. Wenn dann irgendwas kaputt ist, Support, dafür muss ich halt das Modul kaufen. Projekte kann ich damit abwickeln, also Aufgaben, Zeitplan und so weiter. Projektaufgaben kann ich machen, aber planen, da muss ich wieder was einwerfen. Rechnungen als ein Ausgabenrechner kann ich machen. Wenn ich Bilanzierer bin und eine Buchhaltung brauche, muss ich wieder Euro einwerfen. Ein Kalender gibt es, wo man es intern vernetzen kann. Wenn ich möchte, dass meine Kunden auch Termine buchen können bei mir, brauche ich ein eigenes Modul. Es gibt eine Lagerverwaltung. Wenn ich aber Materialplanung machen möchte, eigenes Modul. Es gibt E-Commerce mit einer Kassa-Anbindung und einer Website. Wenn ich jetzt aber Produkte habe, die ja Abo sind und ich möchte es verkaufen über E-Commerce-Site, brauche ich wieder ein Modul. Und es gibt ein Personalwesen, aber keine Zeiterfassung gratis. Und das muss man sich halt dann bewusst machen. Also was brauche ich jetzt einmal? Und es ist natürlich auch legitim zu sagen, na, jetzt als kleines, wachsendes Unternehmen fange ich mal mit die Gratis-Module an, bin damit auch glücklich. Und es ist voll okay, wenn ich dann einmal groß bin und dann ja auch Umsätze habe, dass ich diesen Leuten auch Geld gebe. Weil es ist ja nicht unfair, dass sie ja Geld dafür verlangen, da wird auch was geleistet. Nur man muss sich halt bewusst sein, ist etwas, das für mich kritisch ist, nicht dabei, dann ist es vielleicht nicht das richtige Produkt noch. Man kann natürlich kombinieren, wenn wir beim Thema Zeiterfassung sind. Das ist jetzt schon mein letzter Punkt. Da gibt es unter anderem Kimai. Ja. Zeiterfassungen, da gebe ich jetzt keine Beispiele, weil da gibt es ungefähr so viele, wie es Unternehmen am Markt gibt. Aber auch das lässt sich schön über Docker installieren. Bietet in der Gratis-Version Zeiterfassung und Reporting, wenn du das On-Premise machst. Und es gibt eine Enterprise-Variante, wo du auch Verträge und Aufgaben und Verrechnung machen kannst. Benutzbarkeit, ja, ist teilweise ein bisschen zu viel klicken, aber erträglich aus meiner Sicht. Ja. Und es gibt kostenpflichtige Module für Spezialthemen, also wenn ich zum Beispiel das österreichische Arbeitsrecht abbilden möchte, dass die Zeiterfassung schreien anfängt, wenn ich länger wie 6 Stunden arbeiten versuche, das sind dann Module, die muss ich halt erwerben. Ja, noch ein Tipp für Einzelunternehmer, vieles habt ihr schon, also ihr braucht jetzt nicht losrennen und installieren anfangen, vieles habt ihr schon jetzt lokal ohne Cloud, vielleicht nicht frei, aber ohne Cloud. Ihr könnt Daten lokal bearbeiten oder mit E-Mail verschicken, gegebenenfalls mit Kennwort verschlüsseln. Ihr könnt Betriebssysteme verwenden, die Applikationen, die dabei sind, Adressbuch, To-Do-Liste, das gibt es meistens schon. Tabellenkalkulation kann man flexibel verbiegen, um damit Rechnungsvorlagen zu machen. Das mache ich zum Beispiel für die paar Rechnungen, die ich im Jahr habe. Zeiterfassung kann ich auch im Excel machen zur Not. Also wenn ich bei Null anfange, brauche ich das nicht alles. Da kann ich schon einiges tun mit dem, was ich bereits daheim installiert habe. Jetzt nur kurz zu den Kosten. Das ist halt auch wieder sehr subjektiv. Ja, du brauchst halt irgendwo eine Hardware. Hosten willst du schon irgendwo. Für mich war VPS, wollte ich keins haben, weil das ist dann schnell Virtualisierung von der Virtualisierung von der Virtualisierung und dann bleibt irgendwas picken und ich kenne mich nicht aus. Das ist mir mit Sentry passiert. Da habe ich gesagt, nein, mache ich nicht mehr. Ja, Sentry wird auf eigene Hardware installiert und fertig. Und ich glaube, so bis 1 bis 10 Personen, 4 CPU-Kerne, 64 GB RAM, 1 TB Festspeicher sollte mal reichen, dass man loslegt. Das kriegt man so bis ca. 50 Euro im Monat, vielleicht sogar ein bisschen günstiger, wenn man schaut. Und das kostet dann in 3 Jahren nicht einmal 2.000 Euro. Du kannst da einen Rechner kaufen, kostet auch ungefähr gleich viel, je nach Ausprägung. Also vor allem, wenn du dann sagst, du willst was mit Error Correcting RAM haben und mit einem RAID, dann ist es ein bisschen teurer wie der 500 Euro PC, denn jetzt vielleicht manche vorschwebt. Und fürs Backup ist halt, ja, kommst du auch unter 1.000 Euro locker weg, je nachdem, was du für eine Lösung nimmst, wenn du ein bisschen schaust. Also es wird ein paar hundert Euro vielleicht kosten, wenn du ein zweites System hast. Wartungskosten. Ja, und das ist jetzt aus meiner Zeiterfassung. Ich habe mir das angeschaut. Ich habe auf Infrastruktur erfasst im letzten Jahr.
Und man sieht jetzt zwei große Hupfer. Ja, ich mache es noch geschwind fertig. Das erste ist die Unternehmensgründung und Infrastruktur habe ich da auch gerechnet, wenn ich umeinander gerannt bin zu den Behörden und so weiter und eben diese gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Also da war nicht alles technisch, aber schon einiges. Und der zweite große Hupfer ist, wie wir dann in Testbetrieb gegangen sind und halt wirklich gesagt haben, jetzt tun wir eine Infrastruktur aufbauen, die für andere auch verfügbar ist. Da ist dann schon einmal einiges reingeflossen, also man sieht, das sind fast 35 Stunden und seitdem ist halt ein bisschen nachgebessert worden. Ja, also ich hätte bei mir jetzt gesehen, so 5 bis 10 Stunden im Monat, wenn ich das wirklich alles selbst betreiben möchte. Das ist jetzt die Größenordnung, die ich weitergeben kann. Also vielleicht sind andere geschickter, die können das mit viel weniger Aufwand machen und andere brauchen vielleicht dann mehr. Aber das ist die Zahl, die ich bei mir herausgeholt habe. Ja, Fazit. Also für viele Unternehmensbereiche gibt es freie Alternativen zu den ganzen Cloud-Angeboten. Kosten sind erst mit einer steigenden Unternehmensgröße Argument, wie wir jetzt gesehen haben, weil du brauchst ein paar 1.000 Euro Hardware, du hast ein paar, waren nicht ganz 100 Stunden Aufwand im Jahr nicht, oder ein bisschen mehr wie ein Jahr. Das heißt, du müsstest sonstige Argumente haben, dass du sagst, nein, da geht es mir um die Werte, da geht es mir um die Datenhoheit, da geht es mir auch um eine regionale Wertschöpfung, dass nicht alles in Amerika landet bei irgendwelchen Billionären oder Milliardären. So. Und die potenziell grausame Benutzbarkeit muss man halt am Radar behalten. Also das muss man selbst für sich entscheiden. Und da ist so meine Botschaft, ja, überlegt euch auch, ob es nicht eine Mischung macht. Weil viele Dinge kann man in der Cloud ja einsteigen mit den Drogendealer-Angeboten. Und wenn dann das Ganze so groß wird, dass teuer wird, dann sage ich, na, das ist eine Lösung, die erlaubt es mir wieder lokal umzusteigen, dann mache ich das. Kimai ist zum Beispiel so eine. Die haben einen Export, den kannst du bei dir in der Datenbank einspielen. Fertig. Und die Empfehlung ist halt einfach, bei Entscheidungen für die Cloud prüfen, was ist wirklich erforderlich, was ist später etwas, wo ich auf eine Vor-Ort-Lösung umsteigen kann und dann mache ich halt ein einmaliges Migrationsprojekt. Fragen? Ja. Das ist, glaube ich, eine Reihenfolge mit Mikrofon, oder? Ja. Ja. Also eine so kleine Frage habe ich zu dieser ganzen, wer ist das, privat erhalten. Gibt es auch so ein iPad auf Linux, was der Applikationen so, wie sagt man, dass man bedienen kann, ohne dass die Daten irgendwo gespeichert werden, so privat, ist das möglich, wissen Sie das? Wäre mir nichts bekannt, aber ist auch nicht mein Kompetenzthema. Ja. 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 Weiß das wer? Gibt es iPad, das ohne, also iPad ohne Cloud und Apple und Android? Es hat von Firefox einmal was gegeben in die Richtung, aber da ist nicht wirklich was draus geworden. Ja, also das ist ja. Danke. Also ich kann nur dazu sagen, bei gewissen Tablets kann man Lineage OS installieren. Das ist dann abgespecktes Android ohne Google Store vorinstalliert. Also das wäre vielleicht ein Zwischenweg. Und wenn man ein bisschen experimentieren kann, gibt es ein Projekt, das nennt sich Pine64. Ich weiß aber nicht, ob die Tablets schon released haben, aber das ist, da hat man viel zum Tun dabei und das ist nichts, was man einfach startet und verwendet. Also du hast Jitsi angesprochen als Videokonferenzalternative. Mhm. Ist es clientseitig oder serverseitig ressourcenintensiv oder beides? Also Server weiß ich nicht, weil ich nicht geschafft habe, dass ich ihn installiere. Clientseitig ist es okay. Intensiv, ja. Also es braucht anscheinend viel CPU, um diese Darstellung zu machen. Und ist das, unterscheidet sich das zwischen Betriebssystem und Browser irgendwie? Na, was ich nicht weiß, es gibt einen Electron-Client, also der ist dann nicht im Browser selbst, der ist quasi sein eigener Browser und vielleicht ist der ein bisschen schlanker. Das habe ich dann nicht mehr verglichen. Okay. Ja. Was, danke. Zum Thema Jitsi, wir haben das bei der Kirche aktuell aktiv, Jitsi-Server. Mhm. Und der Server braucht schon viel Ressourcen aktuell. Okay. Weil wir mit 10, 12 Leuten gleich einmal ein Meeting machen,
dann kommst, wir haben jetzt glaube ich aktuell mit fast vier Kerne aktuell drinnen und knapp 6 GB RAM. Und er ist durchschnittlich auf über 4,5 bis 5 GB ausgelastet, durchschnittlich. Ja. Ja. Speicher brauchst du gar nichts sogar tatsächlich. System reicht, glaube ich, 16 GB Festspeicher, theoretisch brauchst du nicht viel, aber ressourcentechnisch brauchst du sowas. Ja, ja. Ja, macht eh Sinn, dass du Festspeicher nicht brauchst, weil er verschlüsselt ja nur und schickt es aus. Gell? Ja genau, aber dafür hast du halt individuell ein bisschen was zu machen können. Ja. Wenn der Stalker passiert, das habe ich wie gesagt, in der YAML kannst du eh relativ viel machen. Mhm. Also Bild und so weiter. Es gibt ein paar Nachteile, die wir herausgefunden haben. Dass du sperren kannst die Gruppenräume, aber das Problem ist, sobald der erste Einstieg ist, der Moderator, was nicht passieren sollte, wie vielleicht bei anderen, sondern derjenige, der so schnell soll im Moderator bleiben, und das passiert aber nicht. Ja. Ansonsten ist er gut, aber ist halt die Sache, wofür man es wirklich braucht. Ja. Okay, und das heißt, du hast mit Docker Erfolg gehabt, mit der Docker-Variante. Das war vertretbar, einfach zu installieren. Die Docker-Application ist fertig. Ja. Aber wenn du es einmal startest, funktioniert es direkt. Mhm. Du musst halt nur theoretisch letzten Script machen oder halt Eigenzertifikat. Ja. Aber sonst ist es relativ einfach. Jitsi hat eine relativ gute Anleitung. Mhm. Sonst kann ich nur an Kollegen von YouTube empfehlen. Ein Apfelcast, der hat relativ gut erklärt bei Video und auch Dokumentation gemacht, wo es halt wirklich die Anleitung 1:1 vorspielt mit Vorkonfiguration, das funktioniert einmal. Mhm. Sehr cool, ja. Also da war ich zu dumm. Oder zu faul. Vielleicht eine Frage zu den LibreOffice-Pakete. Ja. Und zwar, das ist ja bei einigen Leuten das Problem, dass die Anwendung eigentlich mehr so von den Office, Microsoft Office Sachen bekannt her ist. Hat man die Möglichkeit, dass man zum Beispiel mit Plugins arbeitet, damit man sich diese Anwendungsähnlichkeiten von Microsoft wieder aufs freie Office, LibreOffice übertragen kann? Wie meinst du das jetzt, dass man sich das so anpassen kann? Ja, vermutlich schon, weil sie schaffen es regelmäßig, das Thema zu ändern und danach kenne ich mich wieder nicht aus mit dem Ding. Da sind sie Microsoft-kompatibel in der Hinsicht. Ja. Also man kann da wahrscheinlich viel machen, ja. Und vielleicht auch zum Guten, wenn man möchte. Ja. Weil das ist eigentlich schade, weil man möchte das Linux verwenden, nur das Problem ist halt oft wirklich dieses Office, was von den meisten halt auch im Unternehmernetz bekannt ist. Ja. Und nachher scheitert es oft an dem, so wie es früher gesagt haben. Ja, also du müsstest halt dann wirklich die ganzen Tastaturbefehle, die Menüeinträge und so weiter alles nachziehen. Gell? Also mit Aufwand verbunden sozusagen. Vermutlich, ja. 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 Also gehen tut sicher, weil es ist ja Open Source. Nur die Frage ist, ob du jemanden findest, der das investieren möchte, den Aufwand. Ja, voll, ja. Also für das Office-Thema, manche werden mir jetzt vielleicht prügeln für die Aussage, aber also meine Lösung ist, man kriegt ja von Microsoft so Reseller-Lizenzen für Sena Office-System um 5-6 Euro. Und ich habe einfach eine VM, wo nur das installiert ist und eigentlich brauche ich es eh nur fürs Excel. Und das Lustige ist, die VM geht, wenn ich Excel als ein geöffneter das kann man ja irgendwie das RAM-Bild speichern. Wenn ich DVM aufmache, das geht schneller auf wie das Excel-Nativ. Ist jetzt keine Open-Source-Lösung, aber man muss schon sagen, das Excel geht an sich nicht so schlecht. Ja. Und, ja. Wobei das Calc, also die Excel-Variante von LibreOffice, das ist das Modul, das ich noch am häufigsten verwende, weil das funktioniert vergleichsweise gut. Also du kannst, glaube ich, die VB-Skripts nicht ausführen, aber das geht mir jetzt nicht ab. Und die anderen Geschichten funktionieren. Ja. Ich wollte nur kurz was zum Nextcloud sagen. Also ich habe nie die Docker-Installation gemacht, aber ich habe bis jetzt nur negative Sachen darüber gehört. Ich habe mir das einmal vor 5 Jahren oder sowas selbst aufgesetzt in einem Container. Das hat 1 Stunde oder sowas gedauert und kann man über Web-UI etc. updaten etc. Also läuft extrem gut. Also vielleicht mal selbst aufsetzen, das funktioniert echt gut. Ja, hast du diese 2 Eingänge beide mit HTTPS verschlüsselt? Ja. Das hat funktioniert? Ja. Okay, ja.
Also ich habe da irrsinnig viele Optionen gesehen und dann... Also ich habe es ohne Docker gemacht, muss ich dazu sagen. Ja, ich habe es auch über Docker gemacht, ja. Nicht ohne, also ich habe es ohne Docker gemacht. Ohne Docker, okay, also, das ist der Tipp, ja. Genau, also ja. Selbst aufsetzen funktioniert extrem gut, Anleitungen etc. gibt es sowieso, also auch in die offiziellen Doku. Mhm. Ja. Vielleicht zu den Vorbehalten vor 5 Jahren, da hat sich viel down bei NextOffice. Also da war ich selbst dann überrascht, weil ich habe auch dieses Bild gehabt bis vor einem guten Jahr, dass das sowas ist, was du eigentlich nicht angreifen möchtest. Und da hat sich jetzt schon einiges getan. Gut. Danke. Okay.